Ja, dann darf ich die Pressekonferenz zur heutigen DKB-Handball-Bundesliga-Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen THSV Eisenach eröffnen. Zur Halbzeit stand es 24:11, am Ende 43:24. In der Halle waren 5.337 Zuschauer. Zu meiner Linken darf ich herzlich begrüßen THSV-Trainer Adalt Stein Eyjolfsson. Kriege ich das richtig über die Lippen einigermaßen? Einigermaßen ging. Okay, Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke für die SG Flensburg-Handewitt. An den Gästetrainer die erste Frage: Haben sich Ihre Erwartungen heute in Flensburg eigentlich erfüllt? Wie fällt Ihr Fazit aus? Ich glaube, diese Frage würde schon vor der Partie geschrieben. Ich glaube, wir haben das heute gesehen. Wir waren im keinerfalls. Also erst einmal Glückwunsch zum Flensburg, zum mehr als verdienten Sieg, auch mit einer sensationellen Saisonleistung bis jetzt. Ich glaube, wir haben das einfach gezeigt, wie schwer es ist, von Aufsteiger hier hinzureisen, mit diesem Druck klarzukommen. Wir würden halt schnell die Zahn gezogen von Andersson, hat ihrer drei, vier sehr einfache Bälle halt gehalten, die dann halt in Kontergegenstoß, erste, zweite Welle halt umgemutzt werden. Und wir kriegen dann hinten auch die ersten drei, vier Aktionen, keinen einzigen Freiwurf, keinen Kontakt, was Flensburg auch natürlich auszeichnet, diesen schnellen Balltransport, wo die halt sehr gute Übersicht haben. Unsere Torhüter haben am Anfang aus dem Rückraum nicht ihren Ecken gehabt. Wir haben da, glaube ich, einen Ball gehalten die ersten 30 Minuten gegenüber 15, 16, prallten auf die andere Seite. Die Konter, die dann zustande gekommen sind, haben dann unsere noch immer halt mehr und mehr und mehr nervös gemacht. Und dann haben wir, menschlich ist, aber man muss dagegen steuern, das haben wir heute nicht geschafft. Da haben wir halt Frustaktionen gehabt, ob das unvorbereitete Würfe waren oder Abspiele halt auch nicht richtig dahin zu gehen, wo es weh tut. Und das würde einfach gegen eine Top-Mannschaft wie Flensburg, da siehst du einfach ganz, ganz schlecht aus. Das hat uns heute erwischt. Und dadurch haben wir auch in dieser Höhe, wem er das tut, so sagen, haben wir dann leider einfach in die Höhe auch verdient verloren. Und damit muss man jetzt umgehen, wie man die Lehren, die aus diesen letzten zwei Spielen, vor allem in Magdeburg und dann jetzt hier, raussieht, wie man sich in dieser Liga halt präsentieren will. Vielen Dank für die erste Einschätzung, Lubomir. Der erste Anzug passt, der zweite Anzug passt. Wie zufrieden bist du heute? Ich bin sehr zufrieden heute. Ich meine, wie wir das Spiel in 60 Minuten gespielt haben, die Konzentration, die Disziplin. Ich habe dann auch ganz deutlich meine Jungs gesagt, ich möchte 60 Minuten Handball spielen, egal wer auf der Platte ist, soll die Einstellung zeigen und die Wille zeigen, was man braucht in Handball. Und das haben sie alle gemacht. Abwehr, Gegenstoß, Torwart und ich meine, Torschützenlisten sind ja fast alle außer Tobias und Knutzen. Und als Trainer freust du dich unglaublich, wenn das so wie heute ein Spiel gespielt wird. Ich meine, es ist nicht einfach. Vielleicht kann man sagen, dass wir ja ganz hoch gewonnen haben, aber es ist nicht einfach. Da hat man früher auch gesehen, dass die jüngeren Leute, die reinkommen, die sind ein bisschen nervös und man verwirft dann, man macht einen technischen Fehler und so weiter. Aber heute haben sie wirklich das gezeigt, dass die gehören zu dieser Mannschaft, zu diesem Verein, und ich bin sehr stolz auf dem heute. Knutzen ist Wacknack. Knark. Er war krank, deswegen hat er nicht gespielt, weil dann brauche ich nicht diese Frage antworten. Weinhold hat noch seine Prellung im Fuß sozusagen, deswegen hat er auch nicht gespielt. Aber ich habe eine breitere Truppe jetzt im Moment und ich freue mich, dass sie alle so gut gespielt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Dirk. Darf ich auch um dein Statement bitten? Der THW Kiel hat bei den Füchsen gewonnen. Wir brauchen über Herbstmeisterschaft nicht reden. Ist sowieso besser, auf dem zweiten Platz der Jäger zu sein als der Gejagte. Was hast du heute gesehen und wie geht es für die SG weiter? Ja, über Herbstmeisterschaft haben wir gesagt, reden wir nicht. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Zum heutigen Spiel, also ich
wenn Lubo zufrieden ist, dann kann ich vielleicht sagen, dass es hat heute Spaß gemacht, in der Halle zu sein und zuzuschauen, weil es macht auch Freude zu sehen, mit welcher Konzentration die Mannschaft arbeitet und auch mit wie viel Respekt man auch einem Gegner wie Eisenach begegnet. Ich finde, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man Gegner ernst nimmt, und wir waren auch gewarnt, weil Eisenach ja unter anderem bei den Rhein-Neckar-Löwen auch geführt hat. Also ich finde, das gehört auch dazu, ganz wichtig, und die Konzentration stimmt, und das ist etwas, woran Lubo, glaube ich, mit der Mannschaft gearbeitet hat und wo jetzt sich auch zeigt, dass die Jungen auch diese Verantwortung, die sie bekommen, auch umsetzen. Das soll auch gerne so bleiben, und ich finde auch, die Jungen haben ihre Erlebnisse heute gehabt, die sie wirklich auch brauchen und sich, glaube ich, auch freuen, und alle können auch, glaube ich, gut schlafen. Das ist, tut schon gut, wenn man mit 4 Toren geschossenen Toren schlafen geht, als wenn man nur auf der Bank gesessen hat, und das können einige, und das freut mich ganz besonders und zeigt nach wie vor, glaube ich, auch die Stärke dieser Mannschaft, dass die Jungen und die Alten unglaublich gut zusammenstehen und der Trainer ihnen auch das Vertrauen gibt. Ich glaube, und das hat man heute auch gemerkt im Zusammenspiel mit den Zuschauern, und ich glaube, das nächste Ziel ist auch sehr wichtig. Wir fahren am Mittwoch jetzt eine ziemlich lange Reise nach Aue. Das ist dann wieder das nächste Ziel. Darauf werden wir uns ab sofort fokussieren und dann eines der nächsten Saisonziele ins Auge fassen. Bevor dann am nächsten Wochenende dann Minden kommt, da würde ich mich auch freuen, wenn es dann doch noch 600-700 Zuschauer mehr werden. Die kriegen wir noch rein, gerade sitzplatzmäßig nicht mehr, aber stehplatzmäßig. Und dann wünsche ich allen heute noch einen schönen zweiten Advent und euch weiterhin viel Erfolg in der Liga. Ich glaube, ihr habt das bis jetzt schon doch, finde ich, sehr gut gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute auch nach Eisenach und gute Heimfahrt. Bevor ihr jetzt alle aufsteht, den Blick in die Runde, gibt es Fragen zum heutigen Spieltag? Ja. Was ist mit Olaf Gustafsson? Der ist bei seinem zweiten Tor humpelnd rausgelaufen. Ich habe noch nicht mit Olaf gesprochen, aber in Kabine hat er gelacht, also kann nicht schlimm sein. Helmutstropfen trotzdem, Tobias Karlsson hat die Hand in Eis. Ist da was passiert? Ich glaube, ich habe auch nicht mit Tobias gesprochen über seine Verletzung, aber wie gesagt, deswegen habe ich ihn auch rausgenommen, und das war ja eine gute Gelegenheit für den Feindsapfer ein bisschen zu spielen. Ist nicht schlimm. Ja, das war's dann für heute, schätze ich mal. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag hier gegen Minden. Bis dahin, tschüss.